Wir fahren fort. Sind die Folge auch mal Browserfenster? So, also da sind wir zuletzt stehen geblieben bei diesem kleinen, das kleine 1x1 oder mittlerweile etwas größere 1x1. Das haben wir jetzt eigentlich schon ganz gut ausgekostet. Jetzt widmen wir uns ein bisschen einem anderen Thema. Das geht eigentlich im Prinzip ja, beim Programmieren funktioniert alles sehr ähnlich und mit Zahlen haben wir jetzt eigentlich schon jede Menge herumgespielt. Jetzt würde ich gerne herzeigen, dass Zahlen und Buchstaben eigentlich nicht so weit auseinander liegen, weil was wir da eben sehen, ich habe es zuerst schon ein paar Mal erwähnt, dieses 15, 20, 200, 140 und so weiter, das sind jeweils eigentlich für den Computer nicht verarbeitbare Textdarstellungen von Zahlen. Das heißt, der rechnet nicht wirklich damit. Deswegen haben wir auch diese ganzen Konvertierungen gebraucht von Zahlen auf Text. Das geht auch in der Gegenrichtung. Also wenn ich als Benutzer hier etwas eingebe, sowas wie, was ist geworden, 457, dann kann es der Computer nicht direkt als Zahl verarbeiten, sondern er muss das auch zuerst mal umwandeln, weil für den Computer sind das jetzt ganz einfach drei Buchstaben. Und jeder von denen muss erst, man nennt das Parsen, das heißt, der wird erst interpretiert und dann baut sich der Computer im Mittel seines Programms erst einen numerischen Wert daraus. Und tatsächlich haben diese Buchstaben, also sowohl 4, 5, 6, 7, 8, als auch ganz normale A, B, C, D, E, F, G und so weiter, alle diese Zeichen haben numerische Werte auf einem Computer. Das heißt, die sind auch im Speicher des Computers natürlich irgendwie numerisch dargestellt. Auch mit Einsen und Nullen natürlich, also wir sind immer in diesem Binärsystem. Und man kann sich es ungefähr so vorstellen, wie wenn man das Alphabet durchzählt, also A, B, C, D, E, F, G, man fängt mit 1 bei A an, ist dann bei 26 Buchstaben, beim Z einfach bei 26 einmal fertig. Funktioniert im Computer ähnlich, nur dass es halt nicht bei 1 anfängt. Da gibt es eine Funktion, die heißt ORT. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wofür das die Abkürzung ist, aber da kann man sich von einem Zeichen ausgeben lassen, was die Nummer, also der numerische Wert davon ist. Wenn man das mit A mal macht, dann stellt man fest, das ist 97 in dem Fall. Und praktischerweise ist es so, dass B dann 98 ist. Und wir haben auch Großbuchstaben, sieht man dann, das ist 65 in dem Fall. Und auch hier praktischerweise B ist 66. Und da kommt es allerdings auf den Computertyp drauf an. Also bei den meisten Computern, die da jetzt so bei euch verbreitet sind, also Personal Computer, Apple, Unix-Systeme, die meisten zumindest davon, verwenden dieses ASCII-System, das ist ein American Standard Code for Information Interchange, oder eine moderne Abwandlung davon, ein Unicode. Und in den ASCII-Tabellen und Unicode-Tabellen ist es so, dass diese Zeichen, also das Alphabet in dem Fall, in einer langen Kette angeordnet sind. Das heißt, wenn man da durchzählt, von 65 bis, müssen wir jetzt mal nachrechnen, wahrscheinlich bis 122 oder sowas, von 65 bis 97 oder, nö, ich will es nicht nachrechnen, wir werden es dann gleich herausfinden. Und von 97 bis, glaube ich, 122 oder sowas, dann kriegt man das Alphabet da raus. Das heißt, man kann das numerisch machen, braucht nicht das ganze Alphabet eingeben, sondern man kann es numerisch lösen. Und wie ich zuerst gesagt habe, diese 0 zum Beispiel, wenn man sich die 0 anschaut, dann sieht man da auch gleich, dass die 0 auch nicht wirklich 0 als Wert hat, sondern der Wert von 0 ist halt in dem Fall 48. Auch da ist es recht praktisch, das geht da auch auf dem System in einer Reihe durch, also 48 plus 3 ist 51. Das
ist also da recht nachvollziehbar. Das heißt, diese Funktionen, die man schreiben müsste, um das umzuwandeln, jeweils von diesen darstellbaren Zeichen auf tatsächliche Zahlenwerte, sind in diesem ASCII-System relativ einfach. Wenn man ein Programm schreibt, das aber möglichst portierbar sein soll, dann darf man sich nicht absolut darauf verlassen, dass das auf jedem Computertyp so ist. Also es ist zum Beispiel diese Mainframe-Systeme, die ich vorhin schon hergezeigt habe aus den 60er Jahren, die sind auch nie ganz ausgestorben, gibt es immer noch, da gibt es moderne Varianten davon, die benutzen aber einen anderen Character-Set. Also das ist Character-Set, das ist diese Anordnung von Buchstaben, dieses Prinzip. Und bei denen ist es zum Beispiel so, dass das Alphabet nicht in einer Kette durchgeht, sondern die gehen in 10er Blöcken, wenn ich mich richtig erinnere, an 10er Blöcke, gehen in 10er Blöcken durch. Das heißt, die ersten 10 Buchstaben sind fortlaufend, dann ist ein numerischer Zwischenraum, wo andere Zeichen angeordnet sind, und dann kommen die nächsten 10 Buchstaben. Also da kann man nicht einfach durchzählen und kriegt das Alphabet raus. Das heißt, wenn man ein Programm schreibt, das möglichst portierbar auf alle Computertypen sein soll, dann muss man das ein bisschen komplizierter machen, so wie wir das jetzt dann machen werden. Wir konzentrieren uns jetzt einmal nur auf das ASCII-System, wo das halt einfach ist, da mal das Alphabet durchzuzählen oder die Zahlen durchzuzählen und solche Dinge. Also da geht es relativ leicht. Das nur zur Vollständigkeit halber, damit man da nicht irgendwann mal einen Unfall baut mit einem fremden Character-Set. Ja, in der Gegenrichtung geht es auch. Da gibt es diese Funktion CHR, Character. Also diese einzelnen Zeichen werden auch gerne als Character bezeichnet. Und da kommt eine Zahl rein. Also wenn ich es jetzt in der Gegenrichtung mache, dann würde ich mal behaupten, dass 99 wahrscheinlich ein C ist. Schauen wir mal nach. Schaut gut aus. Und wenn man jetzt davon 32 abzieht, dann sind wir auf, was war das, 67? Ich habe eine Klammer zu viel, kriegt man ein großes C. Das heißt, was sich da zeigt, ist, dass die Großbuchstaben von den Kleinbuchstaben jeweils um die Zahl 32 entfernt sind. Das hat auch einen tieferen Sinn, diese ganze Geschichte. Und zwar habe ich ja zuerst dieses Binärsystem erwähnt, das immer in Zweierschritten geht. Das heißt, die Stellenwerte sind eben 1, 2, 4, 8, 16 und 32. Und der Grund, warum das da 32 Positionen voneinander entfernt ist, das Alphabet und nicht 5 oder 7 oder 1, ist, weil es halt sehr schnell geht, auf Computern so ein einzelnes Bit zu kippen. Also wenn man von Großbuchstaben auf Kleinbuchstaben will oder umgekehrt oder prüfen will, ob es ein Groß- oder Kleinbuchstabe ist, dann tut man sich da relativ leicht, weil man nur dieses eine Bit anschauen muss, ob eben dieses 32-Bit gesetzt ist oder nicht. Solange das halt irgendwo in der Range von diesen Buchstaben überhaupt sich bewegt, braucht man nur diesem einen Bit manipulieren und man kann sofort sehen, welcher Buchstabe das ist, ob groß oder klein. Und das sonstige Bitmuster ist jeweils für denselben Buchstaben in Groß- und in Kleinschrift gleich, nur dieses eine Bit unterscheidet sich. Das ist auch wieder nur in diesem Character-Set so, also nur in diesem Zeichensystem funktioniert das so, wenn man sich ein EBCDIC-Character-Set von einem Mainframe anschaut, dort funktioniert es anders. Ja, und damit können wir jetzt natürlich auch ein bisschen herumspielen, um eben diesen Bezug zwischen Zahlen, die der Computer versteht, und den Zeichen selbst ein bisschen besser mitzukriegen. Und ich kann ja da ein bisschen schummeln, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, von wo bis wo das Alphabet geht. Darum brauche ich nicht rechnen. Aber, also das Erste, was wir machen können, ist, wir können einmal nachschauen, ob das wirklich so ist, wie ich behauptet habe. Mit dieser Vorschleife kann man nicht nur Ranges durchgehen, sondern man kann auch Strings oder Listen und so weiter durchgehen. Also ich gehe jetzt einfach mal einen Text durch, und wenn ich sage for letter in und dann einen Text angebe, dann macht Python ganz einfach eine Schleife, die über jeden einzelnen Buchstaben drüber läuft. Das heißt, das fängt im ersten Buchstaben an, der wird in Letter als Variable abgelegt, also Letter ist die Variable, der Buchstabe kommt rein und dann kann ich diesen einen Buchstaben mit Letter abfangen und ich schreibe dann mal das Alphabet rein, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, E, X, Y, Z. Geht das mit Wörter auch oder nur mit Einzelzeichen?
Es geht, also diese Vorschleifen gehen mit verschiedenen Inputs, mit Wörtern. Wenn es in einer Liste sind, geht es mit Wörtern auch. Also man kann eine Liste machen mit Wörtern, dann läuft es über die Liste drüber. Geht im Prinzip auch, wenn es, also alles, was man in einer Liste tun kann. Wörter, Zahlen, Objekte, geht mit allem. Alles, was iterierbar ist, nennt sich das dann. Und es geht zum Beispiel auch, wenn man Input entgegennimmt vom Standard-Input zum Beispiel, dann geht es zeilenweise auch. Es wartet allerdings so lange, bis der ganze Input fertig ist. Also der liest die ganze Datei auf einmal. Also wenn es für vielleicht zusehende Profis, wenn es aus einem Pipe kommt, funktioniert es nicht, bis das nicht zugemacht wird. Aber wenn es aus einer Datei kommt, geht es. Also jetzt kriege ich immer Letter und da kann ich mir natürlich den Zahlenwert abfragen von dem Letter. Das heißt, wir haben da wieder eine Schleife. Und ich sage, ich will wissen, was jetzt jeder von diesen Letters für einen Zahlenwert hat und den will ich dann auch noch ausgeben. Und da haben wir in der Pause übrigens die Frage gehabt, ob das auch kürzer geht, das SysStandard.write, weil es ein bisschen mühsam zu schreiben ist. Und in Python kann man auch Funktionen in eine Variable legen. Und also man kann sich entweder man kann sich den Standard-Out irgendwo hinlegen und dann Standard-Out-Write benutzen, dann wird es so aussehen, macht man immer das Sys davor schreiben. Oder man nimmt dieses Write und steckt sich da in eine eigene Variable rein. Das ist dann direkt diese Funktion SysStandard.write. Das werden wir uns gleich mal ausprobieren, das sollte auch klappen. Und da gibt es wieder eine neue Formatierung, nämlich für einen einzelnen Character. Und dann ist gleich. Und dann wollen wir wieder eine Umwandlung haben von dieser Num. Also ich baue es auch gleich da ein mit dieser Formatierung, die wir zuerst gesehen haben. Und ich mache die zweistellig. Ich mache es lieber gleich dreistellig, weil es kommen dann Kleinbuchstaben auch. Newline, also Zeilenumbruch. Und wir müssen noch angeben, was. Das heißt, zuerst will ich den Letter haben. Und hinter dem Letter will ich diese Number haben. Und die Konvertierung von dem Nummern-Datentyp auf Text macht mir da dann schon dieses Prozent, diese Funktion von Python, die das Format interpretiert, weil i eben ein Zahlenformat ist. Darum erwartet er hier auch schon, dass da auch eine Zahl kommt und nicht Text zum Beispiel. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Schaut schon ganz gut aus. Also das sind die Kleinbuchstaben gewesen. Und was sind eigentlich mit Prozent 2 i schreibst in dem Fall? Wenn ich da sozusagen zu kleine Größe angebe, dann macht er das so lange, wie es geht. Und danach schreibt er einfach hinten weiter. Also er schneidet es nicht ab, aber es stimmt dann halt in der Formatierung bei zu langen Werten nicht mehr. Also es hat keinen sonderlich negativen Effekt. Es geht übrigens auch mit Punkt, dann nennt sich das dann die Precision, dann kriegt man es da mit Nullen davor, also dann füllt er alles an mit Nullen. Wenn keine Einser dort sind, kriegt sie 0. Also da gibt es alle möglichen Variationen, da kann man am besten mal ein bisschen damit herumspielen und schauen, was das alles kann. Und jetzt haben wir also eigentlich gesehen, dass diese ganzen Buchstaben im Endeffekt Ziffernwerte haben, die dann in einer Reihe durchgehen von 97 bis 122 und 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, da hat das eigentlich denselben Effekt. Also auch da funktioniert das so. Und das reicht eigentlich auch schon aus, um eine Tabelle zu schreiben. Das können wir da auch mal machen. Also das ist sozusagen die Gegenrichtung von der ganzen Geschichte. Ich kann jetzt sagen, for number in range 97 bis 123.
Und wenn ich das ausgebe, das Write habe ich noch. So. Jetzt muss ich dann natürlich gleich noch was einbauen, sonst wird das nichts. Da brauche ich das Character von dem Namen in dem Fall. Ich habe noch gar nicht ausprobiert, ob es ohne eigentlich auch klappt. Das könnte man dann gleich mal machen. So, so haben wir das Alphabet. Jetzt lässt sich das Ganze natürlich abkürzen. Wie gesagt, mit Konstanten geht es besser. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Base Letter ist Word von A. Dann kann ich da nämlich Base Letter verwenden. Und hier Base Letter plus 26. Das kann ich jetzt mal direkt reinschreiben, weil das Alphabet wird wahrscheinlich niemals 24 oder 27 Buchstaben haben. Also werde ich da nicht unbedingt eine Konstante dafür anlegen müssen. Aber vielleicht sollte ich einen Kommentar dazu schreiben, wenn ich das so mache. Man kann natürlich trotzdem eine Konstante verwenden. Ist auch nicht die blödeste Idee, weil der Name dann aussagekräftiger ist. Also wenn da nicht 26 steht, sondern Letters in Alphabet oder irgend sowas, dann kann man sich vorstellen, was da gemeint war. Also darüber sollten wir immer mal nachdenken, wenn man sowas schreibt. Schau mal, ob das überhaupt Sinn ergibt oder ob da ein Fehler drin ist. Wahrscheinlich ist es jetzt einmal sogar richtig, passt. Man muss nämlich immer aufpassen, ob das da der zweite Condition inklusive oder exklusive ist. Wenn es nämlich inklusive ist, läuft es da hinten ein Zeichen zu weit. Da müsste man dann entweder 25 oder 27 angeben. Und dann wird schon, dann sollte man sich das mit der Konstante wieder überlegen, weil bis 27 denkt niemand an die Buchstaben vom Alphabet. Also drum, oder man schreibt 26 plus 1 oder die Konstante plus 1. Also es ist auch oft wichtig, nicht nur, dass der Computer das lesen kann, sondern wenn später ein anderer Programmierer oder eine andere Programmiererin kommt und das Programm ändern will, dann ist es auch wichtig, dass die Menschen, die sich das anschauen, das lesen können. Weil man hat nichts davon, wenn der Computer das Programm zwar verarbeiten kann, aber es ist so geschrieben, dass man es nie wieder weiterverwenden oder weiter bearbeiten kann. Weil dann muss man halt jedes Mal das Programm komplett neu schreiben. Das ist halt nicht sehr effizient. Also das sollte man auch daran denken, dass es auch wichtig ist, dass das, was man programmiert, lesbar ist. Also nicht nur für den Computer, sondern für alle Leute, die sich damit beschäftigen müssen, die das vielleicht ausbessern müssen oder die das irgendwo benutzen wollen. Gehen denn da dann die Kommentare? Kommentare, stimmt, gute Idee. Guter Zeitpunkt, um Kommentare einzubauen, weil ich es gerade erwähnt habe. Das ist wie bei Shell Scripts auch beispielsweise, das ist so ein Rautezeichen. Das sind die Kurzkommentare. Und dann gibt es auch noch lange Kommentare, die gehen mit drei Anführungszeichen und enden mit drei Anführungszeichen. Dazwischen kann man dann, this is a very long comment, it can have multiple lines, or it can span, ist wahrscheinlich schlimmer als Englisch. So. Das sollte jetzt auch ganz normal weiter ausführen. Also das sind diese zwei verschiedenen Kommentarstile, die man verwenden kann. Range. So, dann habe ich da hier schon fast eine Aufgabe für euch, und zwar bauen wir eine, ich hätte da auch noch eine Alphabet-Tabelle, aber das Alphabet ist ja nicht so sonderlich spannend, bauen wir eine Tabelle für die
Verschlüsselung und Entschlüsselung mit ROT 13. Also ROT 13 ist so ein sehr einfacher, fast übertrieben zu sagen, Verschlüsselungsalgorithmus, weil es halt wirklich so einfach ist, dass zumindest wenn man weiß, wie der funktioniert, also wenn man den Algorithmus kennt, kann man sehr leicht verschlüsseln und entschlüsseln. Also es hat keinen Schlüssel sozusagen. Man muss kein Geheimnis wissen, um zu verschlüsseln oder zu entschlüsseln, sondern nur, es muss bekannt sein, welcher Algorithmus es ist, also ROT 13. Das macht nichts anderes, als jeden Buchstaben um 13 Stellen weiter zu verschieben. Also ein A wird dann, was ist 13 mehr? Ich glaube ein N oder irgend sowas. Und bei den Buchstaben, die halt ganz gegen Ende des Alphabets kommen, also wenn es ein X ist oder so, geht es dann rundherum. Also es geht noch bis zum Z, verliert es noch diese zwei Stellen sozusagen, und dann fängt es von vorne wieder an und rotiert vorne halt den Rest von diesen 13 Zeichen hinein. Also es geht immer so im Kreis. So wie wenn das Alphabet als Kreis angeordnet wäre und man da immer im Kreis weiter, 13 Stellen weitergeht. Und das Schöne an ROT 13 ist eben, nachdem das Alphabet 26 Stellen hat, also was nicht vorkommt, sind diese ganzen Ös, Äs und Üs und so weiter. Aber diese Standard-Selbstlaut und Umlaute eben, das Schöne an den 26 Buchstaben ist, dass 13 halt genau die Hälfte davon ist. Das heißt, die Verschlüsselung und die Entschlüsselung ist genau derselbe Prozess, weil es rotiert halt immer um die Hälfte vom Alphabet. Das heißt, man kann es, wenn man es einmal durchlaufen lässt, verschlüsselt es. Und wenn man das Verschlüsselte nochmal durchlaufen lässt, dann entschlüsselt es wieder. Eine einfache Sache. Und da lasse ich euch jetzt mal ein bisschen raten, wie man eine Verschlüsselung, so eine ROT-13-Verschlüsselung bauen könnte. Und was ich euch da lasse, ist das Ort A ist die eine Funktion und K von 65 zum Beispiel, oder 97 ist das kleine A, dass diese zwei Methoden, mit denen man uns hin und her konvertieren kann. Hat irgendwer eine Idee, wie, also das Ziel wäre, eine Tabelle zu erstellen, dass oben ganz normal das Alphabet stehen hat, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L und so weiter, und drunter versetzt noch einmal das Alphabet, so dass, wenn man das ausdruckt, dass man das als Verschlüsselungs- und Entschlüsselungstabelle verwenden kann. Wie würde ich das hinkriegen, dass ich einmal, also das Alphabet haben wir ja gerade gesehen, A bis Z, das kriegen wir relativ leicht hin. Genau, da steht das Gleiche oben. Genau. Also den ersten Teil können wir ja relativ leicht schreiben. Dann machen wir halt wieder unser for letter in range, und dann fangen wir da halt an mit, nehmen wir nur Großbuchstaben, da können wir gleich Ort Z nehmen plus 1, weil das ist ja exklusive. Also sonst würde das Set nicht mitnehmen. Und das können wir einfach mal ausgehen lassen. Write. Ich hab's da oben. Ich schmeiß das da oben mal raus und wir nehmen das Write ganz einfach. Write. Prozent C. Vielleicht ein Leerzeichen oder so. Und das Letter ist jetzt ein numerischer Wert. Also ich will immer einfach den nächsten Letter hier haben. Und ganz zum Schluss will ich irgendwann mal den 0 einhaben. So, also jetzt können wir wahrscheinlich wieder das Alphabet raus. Genau. Jetzt halt mit so ein bisschen Spacing, dass man da leichter sieht, welche Buchstaben zusammen kann. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das Ganze jetzt so, dass das um das N herum rotiert ist. Also es ist 13 Stellen, ich glaube N ist richtig, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also ich bräuchte dieselbe Zeile noch einmal, nur dass die mit N beginnt und da unterm A steht dann.
Und wenn es bei Z ist, müsst ihr bei A wieder anfangen, aber nur bis M. Das ist halt jetzt der Trick bei der ganzen Sache. Wie könnte ich das möglichst überschaubar oder elegant lösen, dass es das macht, was ich eigentlich vorhabe? Von O bis N kann ich ihm sagen, prinzipiell, ja. Das heißt, wenn du das... Also ich kann ihm da natürlich sagen, ich will von N bis Z oder so. Na, das ist klar, aber oder von Frage ist ja, ob er bis O wieder tut, oder ob das kein Range für ihn ist. Achso, wenn ich ihm jetzt sozusagen sage, von N bis O oder so, oder... Nein, von O bis von N. Von O bis N, ja, oder von N bis M ist eigentlich die wir brauchen, die Variante. Also, Entschuldigung. Also das... Ja, ja. Das macht aus einem Grund nicht. Er macht schon eine Range, okay. Aber er geht. Das macht einen Schritt in die Vergangenheit, aber das bewirkt im Endeffekt dann gar nichts. Also er denkt nicht so weit mit. Das Problem ist auch, dass für das Python ergibt das jetzt ja nicht wirklich Sinn, dass das das Alphabet ist, sondern sagt, das sind Zahlen. Und ich habe es am Anfang jetzt nicht erwähnt, ich habe das Binärsystem erklärt, aber ich habe nicht dazu gesagt, wie viele von diesen Bits, also diese 1 oder 0, jetzt zu einem Byte sind. Also jeder von diesen Buchstaben ist auch gleichzeitig ein Byte. Sicher schon oft gehört, da wird oft von Megabyte und Gigabyte und Terabyte und so weiter gesprochen. Ein Buchstabe braucht also im ASCII-System ein Byte. Und ein Byte besteht aus 8 von diesen Bits, also 8 mal ein 1er oder 0er hintereinander. Zusammengruppiert sind ein Byte. Und aufgrund dieser Zweierpotenzen ergibt sich daraus eben, dass so ein Zahlenwert, der so einen Buchstaben repräsentiert, von 0 bis 255 gehen kann. Das heißt, in so einem normalen Terminalfenster kriegt man normalerweise genau 256 verschiedene Zeichen unter. Das New Line ist übrigens auch eins davon. Und auch die Leerzeichen natürlich. Deswegen ist auch später dieser Unicode erfunden worden, weil es natürlich nicht nur in den Urzeiten, also Computer sind halt eine amerikanische Erfindung und auf den Ursystemen hat es eben nur 7 von den 8 Bits gegeben, die man benutzt hat, um da eben die Buchstaben drinnen zu haben und ein paar Sonderzeichen. Aber 255 Zeichen, da geht sich zum Beispiel ein chinesisches Alphabet oder ein japanisches Alphabet, das geht sich da drin nicht aus, deswegen hat man dann später den Unicode auch erfunden, wo man das schon bestehende Alphabet noch einmal, also dass das ASCII und ANSI schon konnte, wenn man das nochmal abgebildet hat im Unicode, aber den Unicode dann eben 2 Byte groß gemacht hat, so dass man da eben 65.536 Zeichen unterkriegt, damit da auch andere Zeichensätze Platz haben. Da gibt es dann noch erweitertere Varianten, also Unicode mit 3 Bytes oder 4 Bytes pro Zeichen. Also der größte hätte dann ein paar Milliarden theoretisch mögliche Zeichen, wo man wirklich alle Zeichensätze unterbringt. Also auch Traditional Chinese, glaube ich, hat um die 6.000, 7.000 Basiszeichen und noch mehr ausgefallenere. Das heißt, das braucht schon einen ganzen Teil von Unicode, da hat man dann mehr Speicherplatz gebraucht. Aber um darauf zurückzukommen, warum das für die Range jetzt schwierig ist, die Range, die sieht natürlich nur die Zahlen und für die hört das bei Z nicht auf und fängt auch nicht bei A an, sondern für die geht das von 65 bis, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, irgendwas in der Nähe von 100. Und daher glaubt die Range, wenn ich da jetzt N nach M angebe, sind das einfach zwei Zahlenwerte, der erste schon höher als der zweite, beziehungsweise in dem Fall gleich hoch, weil ich da ja ein plus 1 auch noch drinnen habe. Das ist ja nicht inklusiv. Und damit macht die Range dann im Endeffekt gar nichts mehr, weil die glaubt halt, sie hat schon fertig gezählt. Also so geht's nicht, aber ich mache es hier mal etwas einfacher und sage, die Range geht von 0 bis 26. Das ist halt diese Alphabet-Geschichte. Und
dann muss ich da natürlich noch was dazu zählen, weil das ist ja immer relativ zum A. Das A hat ja nicht Nummer 0, sondern das A hat, nehmen wir großes A, das A hat Nummer 65. Darum muss ich da 0 bis 26, eigentlich nur 25, das ist ja nicht inklusiv, muss ich da dazu zählen, dann kriege ich da diese Geschichte ausgegeben. Und mit dem Format sollte ich mir es eigentlich leichter tun, auch die verschlüsselten Zeichen zu finden. Weil im Endeffekt geht es darum, dass ich da um 13 Stellen rotiert bin und dann halt wieder N bis M rauskriege. Da schreibt schon wer fleißig, also vielleicht haben wir da schon eine Idee. Das ist schon einmal ein Ansatz, der in die richtige Richtung geht, genau. Ob 13, also beim N, wenn ich dort bin, einfach minus 13. Also das ist eine Möglichkeit, das können wir mal, dann machen wir das einmal so. Das heißt, deine Idee wäre sozusagen, dass man sagt, for letter in range, und dann zeige ich da von 0 bis, also in dem Fall 13, weil es ja bei 0 zu zählen anfängt. Und dann würdest du machen, wenn ich dich richtig verstanden habe, C, und dann den Character Letter, ach, schreiben kann ich auch nicht, Alt, also da fange ich plus 13 und dann machen wir eigentlich im Prinzip das gleiche nochmal von 13 bis 26. Und dann haben wir minus 13, right? Schauen wir mal. Wir brauchen noch einen Newline da unten. Schaut eigentlich ganz gut aus. Also das ist die erste funktionierende Lösung, würde ich sagen. Gut mitgedacht, klappt. Also man kann es natürlich einfach so mit zwei Schleifen machen. Die erste geht da ab der 13. Stelle im Endeffekt mit so einem Offset plus 13 eben einfach explizit angegeben durch. Und die zweite macht eben ein minus 13 von der zweiten Hälfte aus weg. Landet dann im Endeffekt dort, wo wir dann mit diesem A bis M hinwollen. Das ist eine Möglichkeit. Ich zeige euch noch eine etwas trickere Möglichkeit, denselben Effekt zu bewirken. Und das ist for letter in range 0,26. Also ich gehe da nochmal durch die ganze Range durch. Jetzt bin ich gespannt, ob ich es auch richtig mache. Und dann sage ich ihm, ich will den letter plus 13, das Ganze in Klammer, das heißt, ich baue das Offset direkt hier ein und dann nehme ich diese Modulo-Division, weil diese Modulo-Division hat auch den Nebeneffekt, dass die halt, wenn die Zahl zu groß wird, auch nur den Rest liefert. Und immer wenn ich den Rest von einer Division von 26 haben will, kriege ich hin, dass es von 0 bis 25 geht. Und was ich noch anhängen muss, ist wieder der Offset zu A, weil ich da ja von 0 weggehe. Deswegen habe ich das zuerst auf 0 umgebaut. Wenn ich von 65 bis 97 zähle, oder 102 oder was auch immer das letzte zeigen war, bei was immer, das müsste ich mal ausrechnen jetzt, dann wird das mit der Modulo-Division nicht funktionieren, weil ich muss natürlich zuerst mal diesen Offset von 65 beim A loswerden. Also ich zähle das Alphabet mal logisch von 0 bis 26 durch und sage, immer um 13 Zeichen versetzt, aber wieder zurück auf diese Range von 26 Zeichen und erst dann hänge ich diesen Offset von 65 an, wo der Computer tatsächlich das A findet. Also dadurch, dass ich es ein bisschen umstelle, sollte ich das auch hinkriegen. Schauen wir mal, ob das auch richtig war
oder ob das schief gegangen ist. Ja, das schaut ganz gut aus. Also so kann man es sogar mit einer Schleife lösen. Da könnte ich die da unten jetzt beispielsweise auskommentieren. Also dafür kann man Kommentare auch missbrauchen, dass man Code deaktiviert. Und ich sage gleich dazu, das ist nicht empfohlen. Vor allem aus dem Grund, dass wenn da in der Mitte nämlich in einer langen Code, einem langen Code noch einmal ein Kommentar steht, dann geht dort das Kommentar kaputt. Also man kann das beim Programmieren schon machen, wenn man herumbastelt an einem Programm, will man sich vielleicht was aufheben, was man später noch verwenden will, und dann kommentiert man es kurz aus und schaut, was passiert, wenn man das abdreht sozusagen. Aber bei einem fertigen Programm soll es besser so sein, dass man nicht irgendwelche Code-Sektionen hat, die man nur auskommentiert hat. Weil meistens kommt später irgendwer und schreibt noch einen Kommentar dazu irgendwo oder macht eins in die Mitte oder so, dann funktioniert es nicht mehr. Oder man hat irgendwas auskommentiert, was man gar nicht auskommentieren wollte. Darum, das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Besser noch sind diese einzeilig auskommentierten Dinge, also mit der Raute, weil die kriegt man nicht so leicht kaputt. Das geht nicht bis irgendwo hin, wo man dann nicht mehr weiß, wohin, sondern da muss man wirklich jede Zeile einzeln auskommentieren. Das ist die sichere Variante, wenn man das machen will. Die Entwicklungsumgebungen haben da oft Funktionen, wo man ganze Blöcke markieren und auskommentieren kann, damit man da weniger leicht Fehler macht. Aber gut, das haben wir ganz gut hingekriegt. Dann würde ich sagen, schreiben wir uns noch einen echten Rot13-Codierer und Dekodierer. Und dazu baue ich dann noch ein Read ein. Dann machen wir ein Readline. Die Funktion gibt es auch. Moment. Aber nicht auf Standard Out, sondern auf Standard In. Also es gibt eine Readline-Funktion, wo man zeilenweise einlesen kann mit Python. Und bei der Gelegenheit schauen wir uns auch noch gleich an, was Funktionen sind. Denn man kann natürlich, bis jetzt haben wir das Programm immer von oben nach unten durchlaufen lassen. Wenn man was mehrmals hintereinander laufen lassen will, kann man das in Funktionen reinschreiben. Und in dem Fall wollen wir eigentlich eine Funktion haben, wo immer zeilenweise gelesen wird. Und immer wenn eine Zeile fertig ist, dann wollen wir eine Funktion aufrufen, die diese Zeile dann kodiert oder dekodiert. Und dann springen wir wieder zurück. Das heißt, jetzt werden wir mal erstmals Funktionen verwenden. Und Funktionen werden angefangen mit def. Und normalerweise, das ist in den meisten Programmiersprachen so, in Python muss man es nicht so machen, aber es empfiehlt sich natürlich zwecks Übersichtlichkeit, dass man so etwas Ähnliches tut wie in anderen Programmiersprachen. Es gibt meistens eine Funktion, die main heißt. Dort fängt ein Programm normalerweise zum Laufen an. Und das werden wir jetzt auch mal so machen. Das heißt, die erste Funktion heißt main. Da kommt dann normalerweise auch der Kommentar hin, innerhalb von einer Funktion, direkt nach dem Beginn der Funktion kommt meistens ein Kommentar hin, sollte man möglichst so machen, wo drin steht, was diese Funktion eigentlich macht. Also zum Beispiel reads input line by line. Ja, das ist eigentlich im Prinzip schon wieder ein calls. Encoder, Decoder. Machen wir so, vielleicht versteht man es. Bei vielen anderen Programmiersprachen ist es übrigens so, dass diese Kommentare vor der Funktion kommen. Also die kämen außerhalb der Funktion direkt drüber. Bei Python ist es so, dass es innerhalb der Funktion direkt nach der Deklaration dieser Funktion kommt. Also direkt hinter da, wo ich gesagt habe, jetzt kommt diese Funktion main. Und da wollen wir es ganz einfach zeilenweise einlesen. Und da gibt es eben jetzt, weil du vorhin gefragt hast,
Mit dieser Vorschleife kann man auch vor Line in und dann systemd in beispielsweise zeilenweise einlesen, aber das hat eben den Effekt, dass das Python so lange wartet, bis man alle Zeilen eingegeben hat und erst wenn dieser sogenannte Stream zu Ende ist, also wenn man diesen Standard-Input zumacht, dann liest er alle Zeilen auf einmal ein. Zwar immer noch zeilenweise, also die Schleife läuft dann zeilenweise, aber er fängt eben erst an, wenn alles fertig ist. Darum nehme ich das jetzt nicht, sondern ich nehme einfach so eine While-Schleife und das ist eins der Konstrukte, die ein bisschen gefährlich sind in Python, weil dieses while true haben wir schon einmal gesehen, das neigt dazu, Dauerschleifen zu produzieren. Und was ich eben nicht machen darf, ist in Python zu sagen, weil Text ist gleich readline und dann vielleicht da dahinter noch irgendwie sowas ähnliches wie, das, also das dürfte man in manchen anderen Programmiersprachen, darf man das so machen, ungleich, was weiß ich. So schaut es in vielen Programmiersprachen aus. Also solange da was daherkommt, darf man es lesen. Das Null gibt es übrigens nicht in Python. Also in Python geht es nach der Textlänge, das Readline funktioniert ein bisschen anders, aber das nur am Rand. Ich darf das ohnehin nicht in Python. Das heißt, ich muss das irgendwie anders schreiben und das ist in dem Fall ein bisschen ein Nachteil, weil es halt meistens mit diesen While-To-Schleifen gemacht wird. Und da muss man dann auch dafür sorgen, dass man nicht vergisst, auch irgendwo reinzuschreiben, wann es aufhören soll, weil sonst schließt das da Ewigkeiten ein. Aber was wir eigentlich machen wollen, ist Text ist readline. Und bei Python ist es so, dass wenn die Länge von dem Text 0 ist, dann kommt kein weiterer Input mehr. Also der Text hat immer mindestens eine Länge von 1, nachdem wir zeilenweise lesen. Und das ist eine Zeichen, das wir zeilenweise lesen. Selbst wenn ich nichts eingebe, ist das Enter-Zeichen. Weil wenn ich eine Zeile eingebe auf das Tastatur, muss ich jetzt zumindest Enter drücken. Und das New-Line, habe ich ja vorhin erwähnt, ist auch ein Buchstabe im Endeffekt für den Computer. Das heißt, was immer drinnen ist in dieser Zeile, ist dieses New-Line-Zeichen. Und wenn ich das auch nicht mehr kriege, dann weiß ich, dass dort aus ist. Und da gibt es auch so ein bisschen einen Streitfall, wie da der Code so zu schreiben ist, dass es Python-stilmäßig passt. Und zwar für Listen und für Texte und so weiter gibt es da die Funktion, die besagt, dass wenn man nur sagt if-text, ich bin mir jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es bei Text wirklich funktioniert, bei Listen geht es jedenfalls. Ich benutze das nämlich nicht. Aber es besagt, ein if erwartet immer einen Wert true oder false. Also es gäbe hier oben übrigens auch ein false zu dem true. Das würde sich dann so schreiben. Man sieht auch, es wird blau. Und es muss groß geschrieben sein, sonst erkennt er das Keyword nicht. Das heißt, hinterm if muss immer irgendetwas stehen, was entweder zu true oder zu false wird. Python konvertiert aber herum. Das heißt, da kann ich alles Mögliche hinschreiben und Python denkt sich dann dazu, ob das jeweils dem Wert true entspricht oder nicht. Und bei Python ist es so, dass eine leere Liste dem Wert false entspricht, das heißt die Bedingung nicht mehr erfüllt, und eine Liste, wo was drinnen ist, entspricht dem Wert true. Und bei Texten, Texte sind im Prinzip auch eine Art Liste, also auch so ein Iterable. Und wenn die leer sind, wird es wohl genauso sein. Ich habe es ehrlich gesagt nicht probiert, wir können es mal machen nachher. Aber es ist tatsächlich so, dass Python empfiehlt, das so zu schreiben. Also im Python Style Guide steht drinnen, leere Listen prüfen, ob sie leer sind oder nicht, macht man einfach mit if-Liste oder if-Text. Und ich sage dazu, ich persönlich mag es nicht, also ich schreibe trotzdem if-len ist Text, das ist eigentlich discouraged in Python. Aber ich finde, dass es gerade Leuten, die es neu lernen, eher klar macht, was die eigentliche Abbruchbedingung ist. Darum schreibe ich es aus. Und ich probiere es nachher aus, ob es mit if-text auch funktioniert, dann sehen wir das auch. Ja, Moment, ist jetzt, wenn Enter gedrückt ist, die Länge 0 oder 1? Wenn Enter gedrückt ist, ist es 1, also dann ist das 0-1-Zeichen drin. Wenn der Input völlig endet, also wenn dieser Stream zugeht, dann ist es aus. Also der Stream geht normalerweise dann zu, Stream sage ich jetzt immer, das ist dieser Standard-Input. Wenn man aus einer Datei liest, geht der dann zu, wenn die Datei aus ist, also wenn die am Ende anlangt, da
dann ist der Stream auch aus, dann kommt nichts mehr. Wenn man mit der Tastatur eingibt, dann kommt das aufs Betriebssystem an, was man da eingeben muss, dass dieser Stream selber endet. Und bei Unix ist das Steuerung D, also das, die Control-Taste, Control-D, das ist Streamende. Und bei Windows ist es, glaube ich, Control-Z. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist Control-Z. Deswegen haben die meisten Programme auch irgendeine Abfrage eingebaut, wenn man einen bestimmten Text eingibt, dass es dann endet und nicht nur dann, wenn man den Stream zumacht, weil kaum irgendwer weiß, wie man auf irgendeinem bestimmten Betriebssystem den Stream zumacht. Darum wartet man auf das gar nicht, sondern man fragt ab, wenn der Benutzer Exit eingegeben hat, dann hört es auf. Das können wir dann auch gleich mal einbauen. Also wenn der Text, wenn die Länge vom Text größer als 0 ist, dann nehmen wir an, dass es weitergeht. Und wenn nicht, ich schreibe es gleich dazu, dann gibt es eine Anweisung, die heißt Break. Die sorgt dafür, dass man aus diesem While wieder rauskommt. Es gibt auch eine Anweisung, die heißt Continue. Und ich schreibe die da mal spaßweise her, die hat da nichts verloren, aber so schaut die aus. Und ein Continue würde dafür sorgen, dass es an der Stelle direkt wieder von oben anfängt und der ganze Rest, der drunter steht, ignoriert wird. Manchmal kann das praktisch sein. Generell sagen viele Coding-Style-Guides, dass es eher vorteilhaft ist, beides möglichst zu vermeiden. Also am besten ist da eine Abbruchbedingung drin zu haben, die irgendwann halt nicht mehr true ist, wo es dann von selbst aufhört, dass man keinen Break braucht. Und das ist eben bei dem Konstrukt ein bisschen schwierig, wo man das Readline da drinnen braucht. Oder die andere Möglichkeit, um das Continue zu vermeiden, ist If-Statements zu verwenden. Also mit If alles das rauszunehmen, also conditional zu machen, was normalerweise hinter dem Continue kommen würde. Also zum Beispiel mit If-Else-Blöcken. Weil das, vor allem wenn man Continue und Break in derselben Schleife benutzt, dann kann man da ziemlich leicht versehentlich Dauerschleifen bauen, indem hinterm Continue zum Beispiel das Hochzählen nicht mehr erreicht wird. Also man vergisst aufs Hochzählen oder man erreicht das einzige Break nie, weil vorher das Continue zuschlägt und so weiter. Darum ist es empfohlen, das nicht übermäßig zu verwenden, diese Breaks und Continues. Was wir hier brauchen jetzt ist die Länge vom Text und ich zeige dann auch, was die andere Möglichkeit wäre, das einzulesen. Es wäre noch möglich, da die erste Zeile zu lesen und dann vor dem Weiterlaufen der Schleife immer die nächste Zeile und dann könnte man da eine Abbruchbedingung reinschreiben. Die wäre dann eben while len vom Text größer 0 zum Beispiel. Ja, so könnte man es auch bauen, aber das ist halt auch nicht sehr elegant, weil es den Code hier dupliziert. Das ist auch etwas, was man normalerweise vermeiden möchte. Weil es passiert halt dann genau das, dass man irgendwas umbaut am Programm und man ändert eine von den beiden Zeilen, die andere nicht und auf einmal passiert in der ersten Zeile was anderes, als in jeder anderen Zeile, die das Programm liest. Darum, das sind halt so diese Für- und Wider-Dinge. Da gibt es dann 100 Tricks, wie man es hinkriegt. Man könnte es auch so machen, dann trifft es das erste Mal zu und dann liest man direkt drüber ein. Das funktioniert natürlich auch, das ist auch nicht sonderlich elegant. Also es gibt viele Varianten, wie man das irgendwie hinbasteln kann. Und wie gesagt, bei anderen Programmiersprachen kann man es dann auch noch ganz anders schreiben. Aber es läuft im Endeffekt halt oft darauf aus, dass man es dann doch so schreibt und halt möglichst das Break nicht vergisst, weil sonst hat man Dauerschleife. Also eine nie enden wollende Schleife. Und jetzt kommt da eigentlich dieser BAS64 ROT 13 Codec rein und den rufen wir da dann jeweils auf mit Codec vom Text. Das heißt, diese Funktion Codec müssen wir jetzt dann schreiben. Und das da oben ist eigentlich auch schon fertig. Und mit diesen Funktionen ist es jetzt so, dass das nicht mehr einfach von oben nach unten durchläuft. Also wenn diese Funktion fertig ist, läuft die nicht da unten weiter in der Funktion, sondern der überspringt alle anderen Funktionen, die nicht aufgerufen werden. Ich muss dann sogar ganz unten auch noch diese Main-Funktion extra aufrufen, weil die nicht automatisch aufgerufen wird. In den meisten Programmiersprachen muss ich eine Main-Funktion schreiben
und die wird dann auch automatisch immer ausgeführt. Also wenn ich das Programm starte, fängt das immer beim Main an. Das brauche ich gar nicht dazu sagen. Bei Python muss ich das Main nicht unbedingt dazu schreiben, aber wenn ich es schreibe, dann muss ich das auch irgendwo aufrufen. Ich mache das da unten gleich mal. Übrigens gibt es auch das Pass-Keyword. Damit lassen sich leere, das macht nichts, ja. Also es ist ein No-Operation. Damit kann man leere Blöcke bilden. Also zum Beispiel, wenn man sich was aufheben will für später. Ich schreibe zum Beispiel if, ich schreibe es vielleicht da oben rein. Also es ist nur interessant, wenn die Länge vom Text, wenn überhaupt was eingegeben worden ist. If Text ist gleich Exit, da kann ich vergleichen, ob ein Benutzer eben Exit eingegeben hat. Und das wird wahrscheinlich auch nicht klappen, weil da hinten eben noch dieses Nullein dranhängt. Also wird es wahrscheinlich eher Start-Switch oder sowas werden. Oder man kann auch noch, das ist auch eine Funktion, die in Python eingebaut ist. Muss ich gleich mal nachschauen, ob das auch stimmt, was ich da behaupte. Das nimmt nämlich Leerzeichen und so weiter weg. Oder ob es String-Strip war. Es ist gleich String-Strip. Genau. Also das kann man auch benutzen. Dann ist es nämlich egal, ob, man da, ob der Benutzer vorher oder die Benutzerin, korrekterweise eigentlich auch, ob man da ob da Leerzeichen davor oder dahinter eingegeben worden sind oder nicht. Dieses Strip nimmt Leerzeichen und Nulleins raus, damit der Vergleich da auch funktioniert. Und da lässt sich auch ein Break einbauen. Und wenn ich jetzt noch nicht wüsste, was ich da machen will, weil das ein Doppelpunkt wäre, könnte ich Pass reinschreiben. Dann trifft das If zwar manchmal zu und manchmal nicht, aber das, was dahinter steht, da passiert halt einfach gar nichts. Und weil wenn ich nichts hinschreibe, dann kriege ich einen Syntaxfehler, weil da der Codeblock fehlt. Also das kann ich nicht machen. Ich muss irgendwas hinschreiben und das muss eben irgendwas Eingerücktes sein. Und wenn ich noch nicht weiß, was da mal hinkommt, dann schreibe ich halt Pass hin. Ich schreibe jetzt Break, weil das soll es aufhören. Wenn ich Exit eingebe, will ich das, dass ich da rauskomme aus dem Programm. Codec. Und ich wollte da Main einbauen. Keine überflüssigen Leerzeichen hier. Das heißt, der Aufruf einer Funktion erfolgt dann ganz einfach mit dem Namen von der Funktion und Klammer auf, Klammer zu. Und in der Klammer können noch Parameter stehen, die dieser Funktion weitergegeben werden. Das heißt, da oben habe ich zum Beispiel einen Aufruf, der sagt Codec Text und übergibt diesen Text eben hier an Codec. Das sind immer einfach Variablennamen. Es muss hier nicht gleich heißen, also ich kann da was ganz anderes reinschreiben. Zum Beispiel Plain, dann heißt die Variable dann ab hier eben Plain. Das heißt, das was im Text drinnen steht, wird hier übergeben und kommt dann hier als Plain an. Das geht auch mit mehreren Variablen. Also ich kann da eine zweite einbauen zum Beispiel, also Number oder sowas. Brauchen wir jetzt nicht, aber mit Beistrich lassen sich da mehrere Parameter angeben, die diese Funktion entgegennimmt. Und die kann man dann oben entsprechend auch aufrufen, sodass sie mehrere Parameter kriegt. Also ich könnte dann damit Namen und so weiter, könnte ich die dann alle übergeben, auch mit Beistrichen. Und da drin haben wir halt wieder unsere beliebten Schleifen. Text ist jetzt plain, haben wir gesagt. Also ab hier heißt es plain. Und was ich dann bauen will hier ist, ich muss schon ein bisschen schnell werden da, weil uns die Zeit davon läuft. Ich will zuerst mal wissen, was dieser jeweilige Letter ist. Das heißt, ich will den numerischen Wert von jedem Buchstaben haben, der hier vorbeikommt in diesem Codec. Und dann will ich wissen, ob das kleine oder Großbuchstaben sind, weil man kann ja alles Mögliche eingeben. Und die einzigen Dinge, die ich kodieren will oder dekodieren will, sind Buchstaben von A bis Z, aber Kleinbuchstaben oder Großbuchstaben.
Und da muss ich mehrere Möglichkeiten vorsehen, wie dieser Decoder es macht. Alle anderen Zeichen soll er einfach nur nehmen und wieder ausgeben. Das heißt, was ich jetzt in dieser Schleife mache, über diesen ganzen Text, über diese Textzeile drüber gehe, ist, ich lege mir so eine Basis fest. Ich setze jetzt erstmal auf 0, ich sage Base, das ist auch eine Variable. Und dann kommt eben, wenn diese Number größer ist als das kleine a und die Number kleiner ist als das kleine z. Also es ist irgendein Buchstabe von a bis z bei den kleinen Buchstaben. Dann setze ich mir diese Basis auf den Wert vom kleinen a. Das ist so ähnlich wie diese Basis, die ich zuerst gehabt habe. Wir werden dann gleich sehen, warum. Dann haben wir hier ein neues Wort. Das ist nämlich nicht else, sondern das ist im Prinzip else if, das gibt es aber nicht, sondern elif ist das abgekürzt bei Python. Und da dahinter kommt auch ein if, aber eben ein if, das nur ausgeführt wird, wenn dieses erste schon mal fehlgeschlagen ist. Das heißt, wenn das hier, dann kommt das, andernfalls, wenn die nächste Verbindung, dann kommt das. Das kann man immer so fortsetzen, also man kann nicht nur eins schreiben, sondern man kann if, else if, else if, else if, else if und dann ganz zum Schluss auch noch else. Das kann man also in beliebigen Blöcken immer wieder machen. Und da kommt eigentlich im Prinzip dasselbe hin, da will ich das gleiche für die Großbuchstaben haben. Also wenn es zwischen a und z liegt und ein Großbuchstabe ist, dann setze ich mir da die Base eben einfach auf a. Und auch hier gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das zu machen im Endeffekt. Und es gibt kein else, gibt es ja nicht, brauchen wir nicht. Sondern was ich jetzt darunter mache ist, und ich mache es vielleicht mit einer Leerzeile, dass man es besser erkennen kann, was hier eigentlich passiert. Und zwar, if, also if und elif, ja, würden aber auch funktionieren und gleich funktionieren, wenn ich die zweite dann mit if deklarieren würde, oder? Weil der erste Erfolg kann unten nicht auftreten. In dem Fall, weil sie sich nicht überschneiden, könnte man so machen, ja. Richtig, ja. Theoretisch würde es dann das auch nochmal anschauen, weil das, also das erste wird dann, wenn das erste zutrifft, wird es das zweite auch noch ansehen, ob das zutrifft, und da trifft es halt nicht zu und dann läuft es durch. Wenn ich else if schreibe, dann wird es gar nicht mehr geprüft, wenn das erste zugetroffen ist. Ist also in dem Fall, wenn das erste zutrifft, dann ist es in dem Fall ein bisschen schneller. Das ist der einzige Unterschied. Aber das zweite trifft es, tatsächlich ist es so, wenn das zweite zutrifft, trifft in dem Fall das erste ja nie zu. Das heißt, was passiert ist, es läuft oben durch, läuft bis hier, stellt fest, es ist schon einmal nicht größer als a, weil das ist nämlich, das a hat einen höheren Wert, das kleine a hat einen höheren Wert als das große a. Also das ist dann immer da schon falsch. Und nachdem es und verknüpft ist mit der zweiten Bedingung, schaut er schon die zweite Bedingung gar nicht mehr an. Also auch da kann sein, dass diese Bedingungen gar nicht mehr geprüft werden, sondern er springt direkt da runter und probiert es da. Also da hat er in dem Fall dann drei Vergleiche, den da und den da, wenn es da zutrifft unten. Und dann kommt er eben drauf, ob es passt oder nicht. Und weitermachen tue ich jetzt so, dass ich sage, diese Base habe ich zuerst auf 0 gesetzt und wenn keins von diesen beiden zugetroffen ist, dann bleibt es auch auf 0. Und ich sage jetzt, wenn es nicht 0 ist, dann muss es entweder ein kleiner oder ein Großbuchstabe gewesen sein. Und dann kann ich eigentlich wieder dieselbe Konvertierung machen, wie ich sie zuerst gehabt habe. Also ich nehme den Buchstaben und nehme diesen Buchstaben die Base weg. Also ich will eigentlich, dass das a bei 0 anfängt. Was ich mache im Prinzip ist, wenn es zwischen a und z liegt, dann ziehe ich den Wert von a ab, so dass ich das Alphabet quasi in Zahlen von 0 bis 25 rauskriege. Ja, dann funktioniert wieder diese Modulo-Division. Und dann kommt eben genau das, was wir oben schon gemacht haben bei der Tabelle. Ein Offset von 13, Modulo dividiert mit 26, dass das wieder von 0 bis 25 rauskommt. Und dann muss ich diese Basis natürlich wieder dazu zählen.
Das heißt, ich habe jetzt eine Variable Basis. Das ist entweder das kleine a oder das große a. Das funktioniert dann jeweils für die kleinen oder für die Großbuchstaben. Und zwar deshalb, weil ich nicht immer diesen ganzen Codeblock da und da duplizieren will. Mit einmal für kleines a und einmal für großes a. Sondern ich will es ganz einfach, ich will den Code hier nur einmal schreiben und ich will da oben in den Bedingungen immer nur einmal was setzen. Also das ist einfach eine Art, das eben zu programmieren. Man könnte es auch ganz anders wieder machen. Und dann kommt eben wieder, haben wir das write noch? Ja. Write. Und dann kommt die jeweilige Number hier. Und dann sind wir mit der Funktion eigentlich auch schon fertig. Zwischen Funktionen normalerweise zwei Leerzeichen. Und da quert jetzt eigentlich auch noch das Kommentar rein. Performs a route 13. Ja. Encryption stimmt ja fast nicht, aber. Wahrscheinlich noch ein bisschen genauer formulieren, was es macht, zeilenweise und so weiter. Und da kann man sich natürlich auch wieder Kommentare reinsetzen, also zum Beispiel so, set the base for either uppercase or lowercase characters. Beispielsweise. Es ist übrigens auch durchaus empfohlen, die Kommentare, also zumindest wenn das Programm irgendwer andere mal angreifen wird als man selbst, dass man die Kommentare auch in Englisch schreibt, das ist einfach so eine Konvention, wo man irgendwann gesagt hat, man geht eigentlich davon aus, dass jeder Programmierer oder jede Programmiererin, die professionell programmieren, dass die alle im Prinzip in Englisch programmieren, sodass man das halt international möglichst lesen kann. Das funktioniert dann nicht ganz perfekt, weil es halt auch Regionen auf der Welt gibt, wo kaum Englisch gesprochen wird. Aber es ist halt auch schwierig, wenn Programme aus aller Welt in 50 verschiedenen Sprachen daherkommen. Also darum hat sich das so mehr oder weniger eingependelt drauf, dass halt alle Englisch kommentieren. Und manchmal, wenn es wirklich nur ganz lokal spezifische Programme in der Buchhaltung oder so sind, sieht man es vielleicht in der jeweiligen Landessprache. Also vor allem, wenn das in Ländern ist, wo Englisch eher unüblich ist, in Frankreich vielleicht am ehesten. In Österreich sieht man auch manchmal, wo Kommentare auf Deutsch. Also es kommt schon vor. Aber grundsätzlich ist es doch empfehlenswert, dass man sich da irgendwie auf irgendwas einigt. Und die Programmiersprachen sind schon mal Englisch, die meisten zumindest. Also diese einzelnen Keywords in Englisch, da bietet es sich an, sozusagen, das irgendwie halbwegs konsistent zu halten. Ja, und dann schauen wir mal, was das macht. Und was wir vielleicht noch haben wollen würden, ist ein New Line irgendwo, weil für jede Zeile, die da vorbeigekommen ist, hätten wir da auch noch gerne einen Zeilenumbruch. Wahrscheinlich brauchen wir da gar nicht, weil der wird dabei sein beim Text, solange man Enter drückt. In der letzten Zeile bräuchte man, also lassen wir vielleicht da sogar weg, weil solange Zeilenumbrüche im Text vorkommen, brauchen wir es nicht extra mitschicken, aber ups, da gehört es rein. Also ganz am Ende vom Programm sollte doch sicher sogar einer hin, weil falls da keiner kommt, hat man sonst irgendwie das Programmende mitten in der Zeile stehen und dann kommt dahinter der Output vom Betriebssystem und schaut nicht gut aus. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Also wenn ich es jetzt starte, dann bleibt einfach der Cursor stehen, kann ich was eingeben. Und Code Week 2014 Python for Beginners. Und das schaut jetzt so aus. Also ich kann da immer Text eingeben. Und dann kodiert es. Wenn wir alles richtig gemacht haben, sollte ich da irgendein Wort abschreiben können. Und dann dekodiert es wieder zurück. Also wenn ich etwas schon kodiertes wieder kodiere, dann wird es dekodiert wieder. So schaut dieser Rot 13 Encryption, Decryption aus. Und wenn das auch noch klappt, sollte ich es mit Exit beenden können. Genau. Damit sind wir jetzt durchs heutige Programm, wir sind eigentlich recht weit gekommen, durch. So, ich schreibe da vielleicht noch irgendwo jetzt mal fürs Video vor allem die
die Adressen hin, dass man das da ablesen kann. Ich mag es noch größer, ja. Und also wer die Beispielprogramme haben möchte, das ist eh falsch, kann mir hier schreiben. Und ich schicke die gerne zu, diese Python-Beispielprogramme. Die sehen also sehr ähnlich aus wie das, was wir jetzt hier gemacht haben. Und dieses, man sieht hier eh, REPL-IT, das ist, so wie es hier auch steht, das ist auch der URL von dieser Seite. Und falls Leute das Video ansehen, CodeWeek.eu, da spielt sich das Ganze ab, also das ist die Veranstaltung. Und was vielleicht auch noch interessant wäre, ist docs.python.org. Das ist die Python-Dokumentation. Was haben wir noch? Direktpython.org ist die Website, wo es um Python geht. Ich glaube, da sind wir dann schon ziemlich durch im Großen und Ganzen. Und ja. Was ich noch empfehlen würde, ist die codeacademy.org. Also für Leute, die noch gerne weiterlernen wollen. Neben den Python Documents auf Code Academy gibt es sehr viele Kurse, die offen sind. Also gratis, recht spielerisch aufgebaut, ähnlich wie unser Python-Kurs hier, auch für Neuanfänger. Ich schaue mal, wie ich es kurz laden kann hier. Codeacademy.org. Und genau, hier geht's los. Also da lässt sich auch Python lernen, unter anderem auch andere Programmiersprachen. Ruby, glaube ich, gibt es. JavaScript, glaube ich, gibt es auch. Also eine ganze Menge Skriptsprachen, Programmiersprachen, teilweise sogar Compilersprachen kann man da lernen. Auf der Code Academy. Und dann vielleicht auch für die in der IT-Branche ohnehin unterrepräsentierten Gruppen auch interessant. Die PyLadies, ich glaube, das ist auch .org. Nö. Mal selber suchen. Das wendet sich spezifisch an Frauen, die gerne ins Programmieren einsteigen wollen oder schon Programmiererinnen sind. Also hier gibt es auch jede Menge Ressourcen und auch Foren und so weiter, wo man dann fragen kann und dann auch von anderen programmierenden Frauen Antworten bekommt, wenn man irgendwo ein Problem hat oder irgendwas wissen will im Detail. Und das ist spezifisch für Python. Also das sind alles Python-Programmiererinnen. Das schreibe ich hier auch noch mal dazu, dass man da den URL besser sieht. Das ist pyladies.com. Oder wenn wir ganz genau sind, www. Das fügt sich automatisch hinzu dann. Und sonst auf Google auch einfach mal suchen nach Python oder Python, learn how to code, how to use. Dive into Python. Schau mal, Dive into Python höre ich gerade, gibt es auch. Dive into Python. Da gibt es ein PDF und so. Genau, also da gibt es zwei auch. Wie gesagt, die Version 3 von Python unterscheidet sich teilweise von Python Version 2. Da gibt es offensichtlich beide. Da auch einfach mal reinschauen. diveintopython.net. Ich kopiere die auch gleich noch raus, dass man die dann hier besser erkennen kann. Und dann schauen wir hier auch noch Python. Ja, natürlich gibt es auch Wikipedia-Artikel dazu. Hier gibt es direkt den Link unter codeacademy.com, also die tatsächliche Seite, wo man dann herumprogrammieren kann, ist auf .com. Da gibt es den direkten Link zu Python. Kopiere ich auch gleich raus, da geht es dann hier los. Kann man die mit dem Programmieren anfangen. Wenn
das lädt. Genau, so schaut das aus. Und da gibt es auch immer so kleine Lessons, wo man dann eine Aufgabe gestellt bekommt, zuerst erklärt bekommt, oft mit Beispielcode, und dann kann man selber daran herumeditieren, ganz ähnlich wie bei REPL.it. Und kann dann die Aufgaben, die dann links gestellt werden, rechts lösen und kriegt dann auch gleich die Antwort, ob es richtig ist oder falsch ist. Und dann geht es immer weiter zur nächsten Sektion. Also das ist ganz geschickt, ja. Und ich kopiere das auch noch raus. Das ist der Direktlink zu dem Python-Kurs auf Code Academy. Es heißt tatsächlich Code Academy hier. Also das A geht weg, Code Academy. Coding. Gut. Wenn es Fragen noch gibt, gerne auch an diese E-Mail-Adresse. Versuche ich gerne zu beantworten. Und wenn es Interessierte gibt, kann man es vielleicht im MetaLab oder irgendeinem Hackerspace, das sich anbietet, mal fortsetzen. Also wenn sich da eine Gruppe zusammenfindet oder sich eine Gruppe irgendwo findet, die gerne ein bisschen eintauchen will, auch einfach mir ein E-Mail schreiben. Und dann können wir sich auch mal so eine Session für eine Kleingruppe oder sowas organisieren, wo man das einfach dann im MetaLab abhält oder so. Ja, ich denke, das lässt sich dann ganz gut fortsetzen. Und ich hoffe, es gibt nächstes Jahr auch wieder eine Code Week, wo wir dann vielleicht auch wieder diesen Kurs anbieten, vielleicht auch mehr Kurse noch anbieten, vielleicht für andere Programmiersprachen auch noch. Das sehen wir dann. Okay, danke für die Teilnahme. Okay.